Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ja, die Sonne scheint, es ist Hochsommer, fast 30 Grad. Zeit, dass man mal wieder seinen Heizungsbauer trifft, oder? Genau die richtige Zeit. Welchen Service sollte man eigentlich bei einer Wärmepumpe machen, gerade zum Beispiel auch im Sommer, damit sie im Winter wieder schön läuft? Und dazu habe ich heute natürlich den Daniel Sommerfeld da, mein Installateur und ja, Heizungsbauer, der auch diese Anlage hier angebaut hat. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, also so ganz nicht laufen tut die Anlage auch nicht. Also ich habe vorhin nachgeschaut, 4 bis 6 Kilowattstunden am Tag habe ich dann doch. Das ist fürs Warmwasser. Fürs Brauchwasser, genau. Fürs Brauchwasser. Wir haben auch vorhin mal nachgeschaut. Im Verhältnis ist gar nicht so wenig der Verbrauch für Brauchwasser. Ne? Was sagt man so allgemein? Bei also Heizung? Im Schnitt. Aber das ist allgemein gesprochen für Gas, Öl und Wärmepumpen zusammen, sind das eigentlich zwischen 18 und 25%. Wir haben jetzt ermittelt anhand der Verbräuche, der Stromverbräuche, dass es doch etwas mehr ist. Genau, also ich habe mit der Wärmepumpe insgesamt seit Inbetriebnahme inklusive aller Pumpen und so weiter ungefähr 3600 Kilowattstunden verbraucht, also seit September letzten Jahres über den gesamten Winter. Das ist wenig, ne? Das ist sehr wenig. Und genau. Manche sehen mich auch schon frieren, nicht ganz zu Unrecht. Aber darüber reden wir in einem anderen Video. Die positive Nachricht an der Stelle, ich habe davon ungefähr 53% durch meine PV-Anlage mit Sonnenenergie bestreiten können. Das ist natürlich schon ganz schön. Aber der Anteil des Brauchwassers lag bei ungefähr einem Drittel. Also ich habe dieses Jahr insgesamt 1958 Kilowattstunden verbraucht und davon sind 692 Kilowattstunden alleine fürs Brauchwasser. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass eben dieser gesamte Apparat, der ja auch mit Strom betrieben wird, die Pumpen und der Monitor und alles, das wird ja auch benötigt, wenn du nur Brauchwasser herstellst. Also dieser Anteil ist wahrscheinlich relativ hoch dann, wenn die Heizung sonst nicht heizt. Wir wollen heute mal schauen, was sind so die 5 Dinge, die man tun könnte, um den Betrieb zu sichern, zu gewährleisten? Ja. Ich habe das vorhin so ein bisschen verglichen mit, wie die ist ja jetzt komplett neu, da wird ja jetzt nichts sein, denke ich mal, oder? Aber wenn du Reifen wechselst, dann hat man früher auch immer gesagt, nach so und so vielen Kilometern nochmal anziehen. Das heißt, wir nutzen einfach die Gelegenheit und schauen uns heute nochmal an, oder? So machen wir das, genau. Mhm. Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man jetzt so eine Wartung oder so eine Sichtprüfung oder was auch immer nicht regelmäßig macht? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte mit der Wärmepumpe? Also der Ausfall der Verdichtereinheit des Kompressors, wenn dieser zum Beispiel Kältemittel verliert, aufgrund von einer Undichtigkeit zum Beispiel oder was auch immer, einen Defekt im Kolben und man das nicht rechtzeitig erkennt, ist es auch gleichzeitig die teuerste Reparatur, die bei einer Wärmepumpe anfallen könnte. Also da sollte man definitiv darauf achten, dass sowohl ausreichend Kältemittel im Kältekreis verfügbar ist und keine störenden Geräusche im Betrieb erkennbar sind, etc. Okay. Dann wäre jetzt für mich die spannende Frage, was sind denn die 5 Sachen, die aus deiner Sicht wir uns jetzt mal angucken? Also der erste und wichtigste Punkt, den aber auch der Endverbraucher ein Stück weit mitkontrollieren kann, ist das Auslesen des Fehlerlogs, des Fehlerspeichers oder eben der Fehlercodes, die dann vielleicht an der Anlage mal vorgekommen sind. Weil das sind erstmal die ersten Indizien oder die Anhaltspunkte, wo man prüfen kann, was an der Anlage nicht rund gelaufen ist oder wo vielleicht ein Fehler aufgetreten sein könnte. Ich glaube, das können wir ganz einfach machen, weil da kann ich ja direkt hier reingehen. Und dann, wenn ich da reingehe, stelle ich fest, ja, der Fehlerspeicher ist leer. Also im Moment gab es keine Fehler, richtig, die bemerkenswert wären. Das haben wir gerade doch noch rausgefunden. In der Fehlermeldung steht ein Power-on-Reset. Richtig. Von vor einer Woche, da habe ich mal einen Moment nachdenken müssen, aber da hatten wir in Konstanz einen Stromausfall. Manche von euch haben auch meinen Short dazu gesehen. Genau, und das ist die einzige Fehlermeldung, weil die anderen, gebe ich zu, habe ich mal vor einer Weile gelöscht. Wir hatten schon mal einen Stromausfall und so und dann alles, was behoben war, habe ich irgendwann mal gelöscht. Aber das kann man natürlich stehen lassen, damit der Installateur sieht, was so alles war. Genau. Damit haben wir schon den ersten Punkt abgehakt und kommen zum zweiten. Der zweite Punkt wäre die Prüfung der technischen Komponenten, da wäre besonders zu erwähnen das Ausdehnungsgefäß. Das sollte natürlich geprüft werden. Vorne am Ausdehnungsgefäß ist das sogenannte Kappenventil. Da haben wir hier oben, ist jetzt verblombt gerade, einmal die Absperrung. Das wird zur Wartung einmal geschlossen. Dann wird hier an dem Ventil über einen Schlauch einmal der Druck abgelassen. Der Heizungsdruck, der sich dann im Ausdehnungsgefäß befindet, den wollen wir natürlich zur Prüfung des Stickstoffpolsters nicht haben.
Deswegen wird hier einmal abgesperrt, hier der Überdruck abgelassen und dann diese Kappe geöffnet, diese Ventilkappe. Und mit einem Manometer wird hier geprüft, ob der eingestellte Vordruck noch der richtige ist. Und bei Bedarf wird Stickstoff nachgefüllt. Also das haben wir jetzt heute nicht gemacht, weil das ist ja gerade erst vor ein paar Monaten sozusagen eingerichtet worden. Dadurch, würde man auch merken, wenn was, es lief hier alles gut. Wie oft würdest du denn sagen, dass man das macht? Also dadurch, dass die Anlage jetzt gerade mal ein Jahr knapp alt ist und das Ausdünstungsgefäß neu ist, würde ich da erst im zweiten Jahr mit der Prüfung beginnen. Man würde es auch feststellen, indem man einfach am Manometer der Heizungsanlage einen Druckverlust feststellt. Also die Heizung würde vom Druck abfallen und daran merkt man eigentlich, dass man entweder zu viel entlüftet hat an der Anlage oder aber, dass vielleicht ein Defekt am Ausdünnungsgefäß vorliegt. Okay. Vielleicht bevor wir zu den anderen drei Punkten kommen, es gibt natürlich noch mehr Dinge, die man bei einer Heizungsanlage tun kann, tun sollte. Lambda hat hier auch für diese Wärmepumpe einen Reparaturwartungsplan, auf dem viele, viele Punkte aufgeführt sind, auch gerade wenn ein Fehler ist, wie man dann vorgeht. Und Lambda schreibt, eine jährliche Wartung der Heizungsanlage inklusive Wärmepumpe ist nicht zwingend erforderlich, wird allerdings empfohlen. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, allerdings, wenn jetzt gar keine Fehler sind und alles läuft wunderbar, kann man wahrscheinlich auf ein paar Punkte verzichten. Und wir zeigen euch heute die fünf, die wir jetzt mal heute angehen. Gut, also zwei Punkte haben wir schon. Was sind denn die anderen drei Punkte? Ich würde vorschlagen, dafür gehen wir am besten ans Gerät direkt und dann würde ich es dir direkt zeigen. Perfekt, super. Übrigens, die Anlage war die ganze Zeit jetzt hier am Brauchwasser bereiten und wir haben nichts davon gehört. Ja, die Flieger oben drüber sind mal wieder lauter. Wir stehen jetzt hier direkt vor dem Gerät. Wir haben die Verkleidung entfernt und sehen quasi auf das Herzstück der Anlage. Das ist hier hinten der schwarze runde Block. Das ist der sogenannte Verdichter, der Kompressor auf gut Deutsch. Und wir hören im Betrieb, er macht keine auffälligen Geräusche. Er läuft sauber, leise, rund. Man erkennt auch keine Vibrationen an der Anlage. Also sie läuft, wie sie soll und es ist alles in Ordnung. Am offenen Gerät prüfen wir den Kältekreis, der sich ja ausschließlich in der Außeneinheit befindet, auf auffällige Stellen. Hierbei meine ich Fettrückstände an Verbindungsleitungen, an Lötstellen, an Verschraubungen im Kältekreis. Die deuten auf eine Undichtigkeit hin, auf einen Verlust von Kältemitteln. Und dann muss man auf jeden Fall schnell reagieren. Das ist jetzt eine Komponente im Kältekreis. Hier oben geht es weiter. Hier ist das sogenannte Schauglas. Daran erkennt man, ob Feuchtigkeit im Kältekreis vorhanden ist. Das sind eben alles Verbindungsleitungen im Kältekreis, die zu beachten sind. Beispielsweise Lötstellen hier hinten. Hier, da. Und diese sollten alle frei von Verschmutzung von Ölrückständen sein. Als nächstes haben wir den Wärmetauscher, das Lamellenpaket. Das sollte völlig frei von Verschmutzung sein. Hier sieht man jetzt ganz gut, hier haben sich einige Spinnen angesiedelt und Spinnweben produziert. Die sollten natürlich entfernt werden. Das werden wir jetzt gleich mit einem weichen Wasserstrahl vornehmen. Zur Reinigung des Wärmetauschers, wie eben erwähnt, einen weichen Wasserstrahl nutzen, wie zum Beispiel mit so einem Gardena-Aufsatz. Das sieht dann so aus. Geht man von oben einfach, dadurch, dass die Lamellen quasi von oben nach unten verlaufen, einfach so drauf und reinigt das gesamte Paket einmal durch. Das Wasser wird in der Auffangwanne aufgefangen und über den Ablauf an das Kiesbett abgegeben. In dem Zuge lässt sich noch wunderbar überprüfen, ob der Ablauf auch frei ist von Verschmutzung oder Verstopfung, denn dieser ist für den Abtauprozess enorm wichtig, dass das abgetaute Wasser auch abgeführt werden kann. Nebenbei, ist ja angenehm im Sommer ein bisschen hier kühle Luft. Ne? Das stimmt. Ich hatte erstmal so ein bisschen den Schrecken, dass du da so mit dem Schlauch da dran gehst, aber eigentlich wird die Wärmepumpe ja auch sowieso nass, oder? Da regnet es ja auch. Der ganze Schaltschrank ist natürlich Spritzwasser geschützt. Mhm. Natürlich sollte man nicht direkt hier unten auf die technische Einheit mit dem Wasserstrahl gehen. Aber dass hier Wasser sein kann, sieht man ja schon daran, dass da eine Ablaufrinne ist. Richtig, genau. Und die Verkleidung des Gerätes lässt ja auch schon rückschließen, dass oben Wasser hinkommen darf und alles unterhalb ist ja dann verkleidet. Also gut. Kannst du auch fester machen. Ha? Naja. Dann halt so. Gern auf der Garten gegossen. Aber das passt. Genau. Nächste Woche tatsächlich fahre ich durch Österreich und da besuche ich Lambda mal und mache auch einen Podcast für diesen Kanal mit dem Florian Entleitner, dem einen Geschäftsführer. Hast du mir zufällig irgendeine gute Frage, die ich ihm stellen sollte? Ja,
das hatten wir ja vorhin zu Anfangs auch schon erörtert, dass dein Verhältnis zwischen Brauchwassererzeugungsenergie und Heizungsenergie, das Verhältnis stimmt nicht ganz im Vergleichswert zu anderen Anlagen. Ich würde jetzt vorab mal die Frage an den Chef, Herr Endleitner, stellen, ob das denn darauf zurückzuführen ist, dass du einfach extrem... Wenig geheizt. Du hast wenig geheizt, auf gut Deutsch. Mhm. Und natürlich verfälscht das in gewisser Weise das Verhältnis dann zum Brauchwasser, weil Brauchwasser brauchen alle ungefähr gleich viel. Das frage ich ihn. Und damit ihr dieses nächste Gespräch dann nicht verpasst, gebt mir auf jeden Fall mal ein Abo auf diesen Kanal. Liked gerne dieses Video, da freuen wir beide uns drüber. Vielen Dank nochmal fürs Dasein. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Dieser Dad. Tschüss zusammen.